Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnett. Schon heute dachte ich mir mal, dass ich ein paar Hater-Kommentare vorlese. Viel Spaß. Mr. Doc schreibt, ich bin scheiße. Die Oberspasten sagen, ich bin ein Fettsack. The Beast is back sagt, ihr sollt ihn alle abonnieren. STG Limura sagt, wenn ihr ihn abonniert, dann abonniert ihr euch zurück. Quad Clan sagt, Danny Burnett ist scheiße. Neptune Wizard sagt, ich bin kacke. Und ich soll lieber Minecraft und DayZ spielen, weil COD scheiße ist. Genau wie ich. Mach Road to Commander weiter. Sonst droht der Abo. Du fetter Fettsack. Was weiß ich, sagt, ich soll mein Leben in den Griff bekommen. Sorry. Reggie schreibt, du bist der einzige YouTuber, den ich kenne, der im Road to Commander cuttet. Und dein Kommentierstil wird auch immer schlechter. Du tötest einen und freust dich so, als wenn andere YouTuber eine Triple Nuki leer macht oder so. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Früher warst du besser. Mark schreibt, Ken, du bist schlecht. Global schreibt, du bist unlustig. Fabian schreibt, Danny, du bist scheiße. Finn schreibt, wie arrogant er ist. Lelo schreibt, ob ich nicht Danny Jestin bin. René sagt, früher war ich noch echt gut, aber mittlerweile bin ich nur noch arrogant. Tim sagt, Danny Burnage ist nur so gut wegen seiner Leitung. So, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinen heutigen Hater-Kommentaren. Jeden Tag muss ich mir solche Kommentare hier durchlesen und dann kann ich meine Zeit dafür opfern, um Leute zu blockieren. Ich brauche mich auch gar nicht zu rechtfertigen, aber ich denke, nach einer Zeit ist man schon so lange auf YouTube. Genau wie ich jetzt zum Beispiel. Ich meine, es sind schon 3 Jahre vergangen. So ungefähr 3 Jahre. Und andere YouTuber haben es noch viel schlimmer. Also wenn ich mir andere YouTuber anschaue, die schon so lange dabei sind, die müssen sich richtig viele Kommentare durchlesen, wie schlecht sie doch geworden sind. Das ist auf YouTube sozusagen so ein Trend, irgendwie Leute, die ein bisschen länger dabei sind, irgendwie zu beschuldigen, dass sie schlechter geworden sind. Ich habe das Gefühl, manchmal, die Leute wissen nicht genau, was sie schreiben sollen, versuchen aber irgendwie irgendeinen Hater-Kommentar zu verfassen und schreiben dann das. Ich brauche mich auch gar nicht so rechtfertigen. Ich kann euch aber sagen, dass ich auf jeden Fall keine Maschine bin, die man programmiert und ihr sagt, was sie zu tun hat. Ich habe schon immer das getan, was mir Spaß macht, also was ich am liebsten tue. Und das mache ich auch weiterhin. Und es bringt nichts, wenn man mir sagt, mach das, mach das, mach das. Irgendwann sehe ich alles wieder anders, dann habe ich wieder Bock auf was anderes. Im Moment habe ich auf das Bock, was ich mache. Und entweder man sieht es ein oder nicht. Denn wenn ich mich wirklich auf das einlassen sollte, was alle Leute sagen, was ich tun soll, dann wären meine Videos nicht mehr die sie sind und im Endeffekt wären sie eh nur blockiert. Und ja, ich musste diese Hater-Kommentare suchen, weil viele, viele Kommentare auch wirklich, die meisten auch wirklich sozial sind und wirklich auch nett. Aber ich habe mir jetzt die, sagen wir mal, schlechtesten rausgesucht und die dann vorgelesen. Denn mal ehrlich, also Leute, die diese Kommentare verfassen, die haben irgendwie einfach nichts Besseres zu tun, irgendwie, ich weiß nicht. Macht einfach was Produktives, und statt irgendwelche Hater-Kommentare zu schreiben oder anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für andere YouTuber. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Ich freue mich auf weitere Videos mit euch in Kooperation. Vielen Dank für euren ganzen Support an meine ganzen Leute, die mich unterstützen. Davon gibt es ziemlich viele. Ich glaube, das sind 90% von allen. Aber diese 10% stechen halt nun mal heraus. Und dann sehe ich dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!